Auf den Tag genau 50 Jahre ist es her, dass der FC Bayern München den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geschafft hat. Ein 8:0-Sieg bei Tennis Borussia Berlin hat diesen Aufstieg besiegelt. Und damit war der Grundstein gelegt für eine Erfolgsstory, die nicht nur in Deutschland ihresgleichen sucht. Ich freue mich ganz besonders, hier in der Erlebniswelt des FC Bayern München einen der Helden von 65 und nicht nur von 65, sondern auch von den Jahren davor und danach begrüßen zu können. Dieter Mucki Brenninger, herzlich willkommen hier. Schön, dass Sie hier sind. Wenn Sie 50 Jahre zurückdenken, zurückblicken, wie war das damals? Kurz vor dem Aufstiegsspiel, während des Spiels und danach? Ja, kurz vor dem Aufstiegsspiel haben wir natürlich schon ein bisschen gezittert. Wir haben gewusst, wir sind eine gute Mannschaft, eine starke Mannschaft. Uns hätte da oben ein Unentschieden gereicht. Aber auf ein Unentschieden kannst du eigentlich nie spielen und sowas. Du musst schauen, auf Angriff spielen. Und wir haben gute Leute drin gehabt. Da vorne auch mit Müller, Gerd Ohlhauser und sowas. Also da war schon, da ist schon die Post abgegangen und sowas. Und dass wir dann da oben 8:0 gewinnen und sowas, das hätte ja natürlich auch keiner gedacht. Aber nach 3:0 wollten wir auch nicht aufhören. Da haben wir gedacht, da geht noch ein bisschen was. Der Grundstein wurde gelegt, 65, am 26. Juni mit dem 8:0. Dieter Mucki Brenninger war dabei. Vielen Dank. Dieter Mucki Brenninger, einer von vier Helden aus dem Jahr 1965, die gemeinsam den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga des FC Bayern München geschafft haben und die sich 50 Jahre danach, genau am 26. Juni 2015, wieder getroffen haben in der Erlebniswelt des FC Bayern München, um auch über die goldene Zeit von damals sich zu unterhalten. Von damals in die Jetztzeit, heute am 26. Juni 2015, wurde ja auch der neue Spielplan der Fußball-Bundesliga-Saison 2015-2016 bekannt gegeben und der FC Bayern München natürlich als deutscher Meister mit einem Heimspiel am Freitag, 14. August zum Auftakt. Und der erste Gegner in der Münchner Allianz Arena wird der Hamburger SV sein. Danach geht es nach Hoffenheim und dann stehen noch einmal zwei Heimspiele auf dem Programm. Zunächst gegen Leverkusen und dann das Derby gegen Augsburg. Soweit also der Ausblick in die kommenden Wochen. Der gesamte Spielplan für die neue Bundesliga-Saison 2015-2016, den kann man natürlich nachlesen bei uns im Internet bei fcb.de. Zum Abschluss der heutigen FCB-TV-News noch einmal ein kurzer Blick zurück ins Jahr 1965. Das Originaltrikot des damaligen Kapitäns des FC Bayern München, Adi Kunstwadl, das wurde nämlich heute hier in der Erlebniswelt ausgestellt. Und es ist ab sofort auch hier zu bewundern mit einigen Autogrammen der Mannschaft von damals. Die noch fehlenden werden noch ergänzt. Und wenn Sie selbst so ein Trikot auch gerne haben möchten, dann kann ich Ihnen empfehlen, schauen Sie bei uns vorbei im Internet oder im Fanshop. Da gibt es dieses wunderbare Trikot, nämlich in einer Retro-Version. Und ganz besonders heute am Jubiläumstag, 26. Juni, aber auch nur heute, das Ganze zum halben Preis.